wenn es in Kalkar nach Diesel riecht. Eine ganze Region in Hochspannung ist. Und man das Heulen der Motoren schon aus der Ferne hört. Dann ist es wieder soweit. Das Bohrentrick-Spektakel im Wunderland Kalkar hat begonnen. Zehntausend erlebnishungrige Gäste aus nah und fern kommen nach Kalkar, um das beliebte Spektakel zu genießen. Ausgelassene Stimmung bei den Kinderkarussells, bunte Attraktionen, Motorrennen und kulinarische Genüsse auf dem ganzen Gelände. Ein Familienwochenende voller Action und Fun. Das Bohrentrick-Spektakel ist der Riesenspaß für Jung und Alt. Beim Rommelcross stürzen sich mutige Fahrer mit ihren selbstgebauten Vehikeln ins Rennen. Auf den originellsten Wagen wartet wie immer ein toller Gewinn, wenn er dann ins Ziel kommt. Große Sprünge machen nicht nur die Bungee-Springer. Auch beim RC-Car-Rennen fliegen die kleinen Rennwagen meterhoch durch die Lüfte. Um hier nicht aus der Kurve zu segeln, ist jede Menge Fingerspitzengefühl und Taktik gefragt. Und auch auf Zweirädern wird sich nichts geschenkt. Ob Profis oder Nachwuchsfahrer, alle begeistern die Zuschauer mit rasanten Aufholjagden, bei denen einem manchmal der Atem stockt. Highlight ist ganz sicher das Trecker-Track-Spektakel. Vom normalen Trecker bis hin zu den über 1000 PS-starken Spezialtreckern, die mehrere Tonnen Gewicht ziehen. Die hochgetunten Motoren zu bändigen, ist für die Fahrer jedes Mal eine Riesenherausforderung. Hauptsponsor Paul Siebers von der Firma Gebrüder Siebers Tiefbau ist wieder als Erster am Start. Er und sein Yellow Beast sind ein unbestrittener Höhepunkt des Spektakels. Und Paul legt eine Fahrt hin, die alle Zuschauer restlos begeistert. An so einem Tag hat man sich jede Menge zu erzählen. Was gibt es also Schöneres, als sich mit Familie und guten Freunden bei einem leckeren Getränk auszutauschen? Das Wetter, spektakuläre Rennen und ausgelassene Stimmung. Alles hat wieder gepasst. Freuen wir uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt Bohrentrick-Spektakel in Kalkar.